Da ist da die Polizei, ich möchte ja einen Bra-Moment mehr. Tatsache, da steht jetzt Bra über der Stadt. Nice. Was? Was ist denn hier oben passiert? Bitte Level 11 und das L ist irgendwo hier unten im Balken drin. Spiel, geht's dir gut? Hast du einen Stroke? Brauchst du einen Krankenwagen? Ich möchte dieses Video anfangen, indem ich sage, dass ich doof bin. Hey Stefan, das sind aber keine Neuigkeiten. Das wusste ich schon, als ich das allererste Mal auf deinen Kanal gekommen. Ja, ich weiß. Das Ding ist nämlich folgendes. Wir erinnern uns jetzt an das letzte Video hiervon, als ich die Unterschrift von Grace gefälscht habe, um sie aus ihrem Haus rauszubringen, um dann die Quest vom Bürgermeister zu erledigen. Das ist nicht die richtige Lösung, um die Bürgermeister-Questkette auf gut zu beenden. Das wurde mir in den Kommentaren gesagt. Sie sagt ja sogar, ich soll versuchen, den Bürgermeister davon zu überzeugen, dass sie die Mühe nicht wert ist. Ich habe das aber anscheinend nie probiert. Ich könnte schwören, ich habe das schon mal probiert. Ich könnte schwören, ich bin schon mal wieder hochgelaufen, habe mit ihm geredet. Habe ich anscheinend nicht. Ich habe das jetzt nochmal gemacht. Alles andere ist ziemlich gleich, aber das habe ich anders gelöst. Man geht dann nämlich nochmal zu ihm und sagt ihm dann so sinngemäß, yo, Bruder, das Haus ist die Mühe nicht wert. Das ist nämlich, oder das steht auf Boden, der absinkt. Deswegen würde ich da meine Fabrik auch nicht bauen. Das wäre viel zu teuer. Wird sich nicht lohnen. Er sagt, ja, alles klar, my guy, wir lassen sie da wohnen. So einfach ist es. Wie gesagt, ich könnte schwören, ich habe das schon mal probiert im allerersten Durchlauf, ne, weil ich dachte, es kann nicht so sein, dass man die Quest nicht anders lösen kann. Doch kann man, wenn man einfach nochmal mit dem Bürgermeister quatscht. So, das wollte ich einfach nur kurz loswerden. Alles andere ist quasi identisch. Wir haben Montag, deswegen würde ich sagen, wir gehen da raus und vollbringen die Taten, die vollbracht werden müssen. Natürlich möglichst gut und möglichst nett, denn ich bin einfach ein Good Guy. Ich bin jetzt zum Nice Guy geworden. Okay, Milady. Vicar nicht verbittert über den Verlust von Zitronen. Ach, das ist ja schön. Das ist ja schön. Mir wurde auch gesagt, ich soll mal auf die Blümchen achten. Eine blaue Blume Level 1, die ich natürlich kaputt machen kann, die dann droppt. Okay, ich bezahle mal direkt, dann ist es erledigt. Das heißt, ich kann auch Blumen verkaufen. Nice. Nice, ich wüsste nicht genau, warum ich das tun sollte. So viel können die nicht wert sein, aber vielleicht habe ich immer mal richtig Glück und finde vielleicht eine seltene. Es gibt doch auch goldene, oder? Ich meine, ich hätte irgendwo mal eine goldene Blume gesehen. Ich werde jetzt nicht quer durch den Wald laufen und Blumen suchen. Aber wenn ich mal an eine goldene ranlaufe, dann, mach die kaputt. Vielleicht ist die dann mehr wert. Ich hätte gerne eine goldene Uhr, du. Ich hätte sehr gerne goldene Uhr. Das wäre wirklich super spielen. Gönn doch mal. Ich bin doch nur jemand, der der Stadt helfen will. Gönn doch mal. Ach, okay. Der hier noch. Die beiden noch. Komm schon. Spiel, please. Also eigentlich müsste das schlechtes Karma geben, wenn ich das mache. Weil das ist technisch gesehen Umweltverschmutzung. Weil jetzt haben die Leute keinen Ort mehr, wo sie ihren Müll hinwerfen können. Kyle, jetzt muss ich die Beeren sammeln. Es gibt da noch eine Sache. Hoffentlich wird sie mir das endlich vom Hals schaffen. Ja, der will halt seine Mutter loswerden. Haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Dieses Mal nicht. Ach ja, ich liebe Mutter. Aber sie liebt es zu trinken. Möchte, dass ich ihr etwas schwarzgebrannt mache. Und ich bin nicht ein paar Blaubeeren. Sie wachsen am Wasserfall. Ich werde mal schauen. Natürlich darf ich das wieder machen und wie schon beim letzten Mal gesagt, die wachsen nicht unbedingt am Wasserfall, die wachsen hinter deinem Haus. Und ein Busch droppt natürlich nur zwei, weswegen ich zwei arme Büsche erledigen muss, um an die Blaubeeren zu kommen. Das hier oben ist noch nicht mal freigeschaltet. Ich hab... Ja, Leute, ich kann auch Erzadern kaputt machen? Steine. Steine. Okay, vielleicht kommt da jemand Gold raus. Das hier oben ist aktuell gesperrt, ne? Das heißt, da kann ich erst hin, wenn die Mission für Dings erledigt ist. Für Bruce jetzt in der zweiten Woche. Das heißt, ich könnte gar nicht im OP arbeiten, selbst wenn ich das wollen würde aktuell, weil der Ort nicht freigeschaltet ist. So läuft das. So, dann das. Bitteschön. Oh ja, das wird ein herrliches Gebräu. Freut mich zu hören. Komm morgen vorbei, vielleicht kannst du eine Kostprobe haben. Das wäre cool. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Sie sagten, dass er wahrscheinlich einfach abgehauen ist. Warum würde er das tun? Ich bin sicher, das hat er nicht getan. Ich will nur, dass er in Ordnung ist. Ja, Mensch, wie viel passt noch in mein Inventar? Ein paar Mülleimer sind noch drin. Zwei Mülleimer, dann ist voll. Dann gehen wir verkaufen. Die Dose, hey. Wie gesagt, irgendwas ist mit den Dosen kaputt. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, das war nicht so krass. Dass die Dinger so unglaublich weit fliegen. Das fand ich so krass. Jetzt kommt das mit dem Sheriff. Schön, dich zu sehen, Joe. Gerade rechtzeitig. Ich stecke hier wirklich in der Klemme.
ja, hast du die Gerüchte über diesen Fastfood-Killer gehört? Ja, nun, er hat wieder am See zugeschlagen. Ich muss einige Beweise sammeln. Was für Beweise? Ein Teil. Er scheint unterbrochen worden zu sein. Wirklich das Problem. Ich brauche die Beweise, aber ich habe was Dringendes, was ich erledigen muss. Ich brauche einen zuverlässigen, rechtmäßigen Bürger, der sie abholt. Was sagst du? Hilf Sheriff Hawthorne. Ich bin das Gesetz. Das bist du jetzt. Ja. Ich werde dich nicht enttäuschen. Der Sheriff, ne? Der super Feinschmecker. Kann man sagen, was man will. Der Typ, hat nie einen besonderen Geschmack. Kann man einfach nicht anders sagen. Hast du Schrott zu verkaufen? Yo. Okay, hübsch, aber gewöhnlich. Das heißt, die goldene Blume müsste dann mehr wert sein. Aber Bretter für 10? Das ist schon krass. Steine für 6. Man kann sie verkaufen, aber mehr nicht. Okay. Ich weiß, ist nicht schlecht. Ich bin wieder bei 500. Es könnte durchaus schlimmer sein. Bird, my guy, der gerade von seinem Stand weggefahren wird. Wahrscheinlich muss ich jetzt, um das auf gut zu beenden, was anderes als Bird auf das Schild schreiben. Richtig? Weil Bird repräsentiert ja Eitelkeit, also Pride, Stolz, Eitelkeit. Und wenn ich das Schild nach seinem Namen mache, dann gibt ihm das quasi einen Grund, das auszuleben. Das heißt, die gute Lösung wäre jetzt, einfach was anderes da drauf zu schreiben. Joe, hey Joe. Also, die Werbetafel hat mein Gesicht berühmt gemacht, aber die Leute kannten meinen Namen nicht wirklich. Und? Sie müssen über mich und meine Leistung Bescheid wissen. Willst du noch einmal unter meiner umwerfenden Führung arbeiten? Du weißt über Hollywood Bescheid. Ja, das dumme Schild. Die haben ein riesiges Schild, damit jeder weiß, wie fantastisch sie sind. Ja, und dass ich das halt für ihn mache, das gibt ihm quasi einen Grund, diese Eitelkeit. Ne? Ich will ein Bird-Schild. Sicher, warum nicht? Aber liebe Arbeiter, das ist unglaublich faul. Fast so faul wie du damals im Büro. Kommst du irgendwann zum Punkt? Geh darauf und kümmere dich darum. Sorge dafür, dass mein Bird-Schild entsteht. Sie hat mich darum kümmern. Bird Culler, hopp hopp, Mitarbeiter Numero Uno. Ich bin ja schon unterwegs, Dad. Alles klar. Alles klar. Und mir ist auch gerade aufgefallen, wenn ich will, dass ich den Freund von dieser Dame, die Lawrence mag, ich kenne ihren Namen nicht mehr, wenn ich den nicht böse loswerden will, was glaube ich die Quest ruinieren würde, also die gute Lösung der Quest, muss ich den auch bezahlen. Das wird langsam ein bisschen teuer. Ich brauche halt Geld. Wie kann ich dir helfen? Bird schickt mich. Ich schätze, er fragt sich, warum sein großes, tolles Schild noch nicht leuchtet. Das ist es eigentlich, ja. Ich sehe keinen Sinn, Verstand in diesem Plan. Alle meine Arbeiter schlafen. Ja, dann wecken wir sie mal. Das wird helfen. Keine Gewalt, die brauchen wir noch. So, wieder hier. Die stärksten Waden im Wilden Westen. Also ich so stark erschrocken, dass er mich mit einem telekinetischen Feld weggestoßen hat. Leg die Schokolade nicht in die Waschmaschine. Ja. Zurück an die Arbeit. Mach deinen blöden Job. Dann du. Hallo, was geht's? Ich kenne die Spinnenkönigin nicht einmal. Ich habe geschlafen. Der Mittagsschlaf ist vorbei. Na gut, in Ordnung. Nice. Dann hier. Hier ist nochmal eine Seite. Und dann sind alle wieder da, wo sie sein sollten. Sie waren hinter mir her. Wer waren die? Die Laserschein. Das ist auch beim dritten Mal lustig. Levelaufstieg 12. Ich könnte es jetzt so machen, dass legale Jobs mehr Geld bringen. Wäre das sinnvoll? Ich denke schon. Level 4... Schrott ist Mehrwert, aber 10% ist nicht so viel. Das hier wären 5. Aber es lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich. Verdiene mehr Geld mit legalen Jobs. Ja, oder? Wenn ich das jetzt schon haben kann, das wäre, glaube ich, geil. Das wäre sogar sehr geil. Ausgehend nach Einbruch der Dunkelheit, wenn ihr unzufrieden seid, mache ich ja nur in Ausnahmefällen. Das hier. Komm. Warum nicht? Großartig, sie sind alle wach. Jetzt muss ich noch diese Pläne durchdenken. Hast du von Bird gehört, was wir hier bauen? Ja, auf jeden Fall. Tu mir einen Gefallen, schreib es an die Tafel da drüben. Also, welches Wort Bird? Wir schreiben nicht Bird hin. Okay? Weil Bird, das wäre stolz. Welches andere Wort hat 4 Buchstaben? Ich glaube, es müssen 4... Bitte sag mir, das geht. All Caps? Nee, es wird immer klein geschrieben. Bruh. Es ist... Bitte sag mir, wir haben da ein Brush-Schild. Ist das in Ordnung? Ja. Großartig, wir kriegen das Teil im Handumdrehen hochgezogen. Bra. Ist da die Polizei? Ich möchte ja einen Bra-Moment mehr. Tatsache, da steht jetzt Bra über der Stadt. Nice. So, wann immer jetzt, keine Ahnung, irgendwas passiert, womit du nicht okay bist, guckst du einfach aus dem Fenster und zeigst da drauf. Bra. Das ist so dumm, warum lache ich da drüber?
Das ist so dumm, aber es ist lustig. So, Bird, tolles Schild habe ich da gebaut. Joe, was hast du gemacht? Du hast es ruiniert. Das wird dem nicht einmal annähernd gerecht. Hoppla, wir hatten eine Abmachung, Chef. Ja, hatten wir, Schwachkopf. Halbe Bezahlung. Du bist gefeuert. Der beste Job, den ich je hatte. Aber sowas von... So, dann schiebe ich direkt eine Schicht rein, weil die einzige andere Quest, die ich habe, müsste ich jetzt zum See laufen. Aber nur noch ein bisschen Geld verdienen, weil wir brauchen das. Wir brauchen ein bisschen Geld Vorlauf, sonst wird es noch stressig. Ich glaube, das wäre jetzt intelligenter. Zum See kann ich auch noch irgendwann anders, wenn ich wieder Zeit übrig habe. So, dann die Pommes. Okay, klick, 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 laute Tastatur. Ein Burger. Einmal rot. Und einmal blau. Bitteschön. Genießen Sie es. Genießen Sie es. Ist mit Liebe gemacht. Dann blau, rot und fritten das. Und dann, bitteschön, bitteschön, bitteschön. 13, das ist nicht schlecht pro Kunde. Ich hatte fast rot gedacht. Blau, gelb und fritten. Bitteschön, bitteschön. Nice. Nice, alle Burger sind bereit. Gelb, blau, gelb. Hallo, danke. Gelb, blau und einmal Pommes. 11,8. Es geht auch um Schnelligkeit, ne? Ein Burger und zwei Fritten. Zum Glück habe ich zwei übrig. Das passt also perfekt. Absolut komplett perfekt. Da muss ich gerade wieder welche reinmachen. Zweimal rot, einmal gelb. Ich wünschte, man könnte auch irgendwie gleich mehrere Sachen rauslassen. Aber es ist so schon so wonky, es wird wahrscheinlich dann nicht besser funktionieren. Letzte Bestellung. 73, das ist nicht schlecht. Das ist keine schlechte Leistung. 73, das ist ungefähr die Hälfte von dem, was ich an einem Tag zahlen muss. Plus die ganzen Quests noch. Das kann man machen. Das kann man machen. Und ich behaupte mal, es ist fast noch genug Zeit, das Ding vom See zu holen. Vielleicht nicht mehr, um die Quests abzugeben. Aber genug Zeit, das zu holen. Warte, ich mach das mal kurz auf... sichtbar. Ja, 200 Meter. Das sollte gehen in 2 Minuten, oder? Ich meine, ich habe erhöhte Sprintgeschwindigkeit, das ist super praktisch. Und sonst muss ich so gut wie nie zum See, außer für die letzte Bürgermeistermission. Das heißt, ich mache das jetzt, hole das, gebe es wahrscheinlich nicht ab, weil dafür wird die Zeit höchstwahrscheinlich nicht reichen. Aber es reicht zumindest, um das zu holen. Ja, das ist drin. Ich glaube, das ist drin. Da ist das Diner, wo die Hauptmission gestiegen ist. Hier ist das komisch aussehende Wahllokal. Ich weiß auch nicht, das ist weird. Aber auch ein bisschen einfach so random hier draußen. Aber ja, das ist halt, ich weiß auch nicht, das ist die Architektur. Ja, hi, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Noch eine Minute. Eine Minute. Hallo, Mr. Bär. Na? Alles gut, dann das. Dann gerade noch die Seite, wenn wir hier sind. Und wir verschwinden. Ja, 57 Sekunden noch. Das ist, glaube ich, gerade so drin. Wird ein bisschen knapp vielleicht. Aber sollte sich machen lassen. Außerdem, das Rohr sieht von hinten ganz komisch aus. Hast du das gesehen? Da kann man so komisch durchgucken, weil irgendwie ein paar Sachen von hinten durchsichtig sind. Ich weiß nicht. 30 Sekunden fast. Es ist halt mega weit. Ich glaube, die Stelle da hinten, wo eben das Bein lag, ja, es wird spät, Schatz. Ich bin unterwegs. Ist, glaube ich, der am weitesten entfernte Ort auf der Map. Das ist halt richtig, richtig abgelegen. Macht auch Sinn, wenn du da jemanden snacken willst. Aber ja, das ist ein Stück. 15 Sekunden, doch zeitlich perfekt, als hätte ich so geplant. Zeitlich absolut perfekt. Dann optimieren wir den Laufweg. Komm schon, komm schon. Komm schon. Nice. Eine Sekunde. Don't hate me, please. Ich bin da. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. 2 Minuten zu spät. Bitte, bitte, bitte. Please, no hate. 2 Minuten zu spät. Bitte sag mir, ich kann noch eine Geschichte erzählen. Oder ist es schon zu spät dafür? Weiß ich nicht. Ah, doch. Hallo. Ich liebe gute Nachtgeschichten. Es geht um den Mond. Okay. Schicken wir nicht Männer zum Mond. Das ist fake. Okay, das hat sich das FBI ausgedacht. Ja, kann man im Weltraum leben und wenn das Spielzeug kaputt geht, hat man ein Problem. Schläf tief und fest. Bleibst du heute Abend zu Hause? Es wäre schön, dich daheim zu haben. Jo, weil alles, was ich machen könnte, ist die Quest vom Sheriff abgeben, aber das können wir morgen noch machen. Morgen ist auch noch ein Tag. Das ist eigentlich das, was das Spiel dir beibringt. Morgen ist auch noch ein Tag. Chill dein Leben, Bro.
Morgen ist auch noch ein weiterer Tag, wo du Dinge machen kannst. Ich denke, dass du der Beste bist. Ich kann heute nicht rausgehen. Ich muss, aber glaub mir, diese Stadt profitiert davon. Diese Stadt profitiert davon, von dem, was ich tue. Die Leute mögen das. Und ich denke, ich bin äußerst beliebt. Dann noch gleich das, um zu verhindern, dass ich das Spiel nochmal wegen Happiness verliere. Da bin ich nämlich immer noch sauer drüber. Und das ist inzwischen Wochen her. Nice. Perfekt. Ich habe noch eine Karotte. Soll ich die einfach mal random in den Kühlschrank machen? Und dann ist zumindest der Balken ein bisschen hoch. Leckere Karotte. Ja, hilft gerade den beiden Balken, die ein bisschen low sind. Komm, warum nicht? Müsste das eigentlich reichen für den Rest dieser Woche. So, alles erledigt. Wir gehen zum Sheriff oder nehmen halt erstmal alles mit, was auf dem Weg dahin ist. Und dann kriegen wir das hoffentlich gut auf die Reihe. Die erste Schatzsuche-Quest ist live. Nice. Bessie, das Kaninchen kommt frei. Sehr gern geschehen. Sehr, sehr gern geschehen. Hallo, Harry. Hab gehört, ich weiß, du weißt nicht wirklich, was du machen sollst. Ich habe einen Job für jemanden, der so viel Zeit übrig hat. Könnte viel Geld für dich drin sein. Hängt davon ab, worum es geht. Ja, das Schatzsucher-Tagebuch. Warum muss das Hühnchen immer genau gerade da laufen, wo man steht im Gespräch? Das ist so dumm. Hier ist das Angebot. Ja, wir suchen das und teilen es uns. Jawohl, finde mein Kanu. Das ist easy. Das ist auch easy, wenn man nicht auswendig weiß, wo es steht. Das ist eine relativ einfache Quest. Jetzt habe ich wirklich Angst. Es ist schon Tage her. Wo ist er? Vielleicht ist es Zeit, das in Betracht zu ziehen. Sag es nicht. Bitte nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und die nächste Bürgermeister-Quest ist auch da. Das heißt, das ist jetzt, wo man ihn auf die Liste bringen muss. Dann sie. Ich glaube, die beiden Jungs muss ich echt verhauen. Ich glaube nicht, dass das anders geht. Häschen, du stehst mir in der Sonne. Wir sind am Strand. Ich weiß, nicht wahr? Ich mache Fotos, um mehr Follower zu kriegen. Ernsthaft? Soziale Medien? Vielleicht sollst du es mal nachschlagen. Wie gesagt, ich bin ein Riesenboomer. Je mehr Follower man hat, desto berühmter ist man. Wie sie verlieren in Lucy Lane. Tausende Follower jeden Tag. Scheint ein bisschen neidisch zu sein. Sie hat alles. Ein Haus, Follower, Marken. Ich will das alles Hashtag sofort. Willst du das anschauen? Ich brauche etwas, das virtuelle Schlagzeilen macht. Da drüben sind durchschnittliche Typen rote Shorts. Also sollte ich plötzlich mit ihnen anlegen. Bitte. Ja, ich glaube, das geht nicht anders. Werd erwachsen. Was auch immer. Ah, okay. Okay, wenn ich das sage, dann kriege ich die Quest. Ich muss die Quest annehmen. Das geht nicht anders. Okay. Okay. Ich kann auch sagen, nee, denke ich nicht. Ja, okay. Okay. Das geht, glaube ich, nicht anders. Ich kann mit denen reden, aber sonst nicht wirklich was machen. Ich muss mich, glaube ich, mit denen hauen. Kann ich dir helfen? Manieren kostet nichts. zieh den Hemd an. Es ist denen total egal. Ich glaube, das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Ich glaube, ich muss mich mit denen anlegen, ne? Das ist, glaube ich, wirklich eine Quest, die man nicht anders lösen kann. Ich glaube, dafür muss ich jetzt negatives Karma nehmen. Weil das geht nicht anders. Auch die Questbeschreibung sagt, ja, hau dich mit den Typen. Und sie sagt, jetzt muss echt aussehen. Ich bin alles durchgegangen. Das geht nicht anders. Ich kann hier nichts machen. Das funktioniert nicht anders. Ja, okay. Es scheint nicht anders zu gehen, deswegen lösen wir das jetzt so. Das ist schlechtes Karma, aber ich glaube, das muss ich nehmen. Oder? Ich glaube nicht, dass es anders geht. Das war perfekt. Ich habe schon 300 Follower dazu gewonnen. Was auch immer. Ich glaube nicht, dass das anders funktioniert. Ich glaube, da gibt es wirklich keine andere Lösung, als das so zu machen. Was mir nicht gefällt. Aber, ne, ich glaube, da habe ich keine große Wahl. Goldene Blume, weil eben, ich konnte ja auch nicht bezahlen, dass wir es vielleicht so aussehen lassen. Das war nicht drin. So, dann hier. Das Sheriff-Ding. Und dann am Ende muss ich wahrscheinlich bei der Operation sagen, wir machen niedriges Risiko. Ne? Das ist wahrscheinlich dann, wie wir das lösen. Ah, hi, Joe. Du solltest das doch im Kofferraum lassen. Was? Ach, das hier. Gar nichts. Ignoriere das einfach. Das ist eine offizielle Polizeiangelegenheit. Würdest du eh nicht verstehen. Du kochst dann den Fuß. Nein, Joe. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe nur ein besonderes Gespür für Geschmack.
Bist du der Fastfood-Killer? Hör zu, Joe, hör zu. Du bist mein Hilfs-Sheriff. Das bleibt unter uns. Ich erlaube dir gewisse polizeiliche Befugnisse in der Stadt. Du wirst mit mehr davon kommen als die meisten. Ihn verpfeifen. Du warst mein bester Bürger, Joe. Das ist wirklich eine Schande. Ja. Das ist echt schlimm, Sheriff Level 5. Easy. Sofort wieder Lock-on. Lock-on kaputt. Sofort wieder gutes Karma. Sheriff-Mission abgeschlossen. Nice. Aber eben, ich glaube, die Sternchen-Star-Starlet-Mission, ich glaube, da habe ich keine Wahl. Und sowas nervt mich. Aber es geht ja anscheinend nicht anders. Schatzsuche 1, finde mein Kanu. Machen wir noch. Weil das ist ja quasi auf dem Weg, wenn ich dann zurücklaufe. Das ist ja da beim Fluss. Ich gehe mal hoch zum Bürgermeister. Der will dann auf die Warteliste für den... Also Tesla, es ist offensichtlich ein Tesla, er nennt es nur anders. Dann können wir das auch noch machen. Dafür kriege ich, glaube ich, auch kein negatives Karma. Ich glaube, das ist dann... egal. Ne? Weil das ist ja... Tut ja nicht wirklich, das Ding hat so viele. Das tut ja nicht wirklich jemandem weh. Er drängelt sich halt nach vorne, aber es gibt ja schlimmere Dinge. Was steht eigentlich bei der goldenen Blume? Selten und schön. 15. Okay, das heißt, goldene Blumen haben einen Wert von 15. Da steht halt immer noch Bra. Das ist cool. Dass sich das Spiel das machen lässt. Du könntest wahrscheinlich auch alles andere Dumme hinschreiben, solange es halt 4 Buchstaben lang ist. Ich glaube, kürzer als das darf es nicht sein, weil das Schild hat halt 4 Stellen vorgesehen für Bird. Das heißt, es muss 4 Buchstaben lang sein. So, dann besorgen wir dir mal ein neues Auto, hä? Dann besorgen wir dir mal ein neues Auto, Mister. Ich trage Geld als Anzug. Mein Lieblingsbürger, was für ein Zufall, dass du hier bist. Es gibt einen Job, der erledigt werden muss und du bist genau der Richtige dafür. Was für ein Zufall. Hast du schon mal vom Elektra-Typ S gehört? Hört sich cool an. Oh, das ist es. Heißeste Auto auf dem Markt. Ich will eins und ich neige dazu zu bekommen, was ich will. Ist der Bürgermeister, kauft dir eins? Das ist wahr, aber leider gibt es eine Warteliste. Lance gehört das herrliche Auto aus und nun, vor ein paar Jahren habe ich ihn nicht expandieren lassen. Er tut mir keinen Gefallen. Okay, dir fällt schon was ein, wenn du schlau bist. Ja, irgendwas. Irgendwas, ne? Okay, wir wissen ja, wie es funktioniert. Einfach die Preisschilder an den Autos. Und zwar, war es von links nach rechts oder rechts nach links? Ich glaube, es war von rechts nach links, ne? Also die 3, ich weiß nicht, ob es immer derselbe Code ist. Die 3, 5, 6, 9. 3, 5, 6, 9. War es, glaube ich. 3, 5, 6, 9. Fehler. Dann ist es von links nach rechts. Dann ist es... so rum. Ich wollte gerade nochmal raus. Nee, ist gar nicht nötig. Bumm, Warteliste. Das gibt auch kein schlechtes Karma. Das gibt auch kein schlechtes Karma. Weil, ne, wir tun ja technisch gesehen niemandem weh. Aber eben, dass man schlechtes Karma quasi irgendwann kriegen muss durch die Starlet-Mission. Davon bin ich kein Fan. Weil eben, ich hätte ja so eine Option, dass ich die Typen bezahle. So, ja, kommt Jungs, 200, 100 für jeden von euch. Und wir tun so, als ob wir uns hauen. Das geht nicht. Ich muss mich wirklich mit denen hauen. Ich kann sie auch nicht provozieren, dass sie vielleicht zuerst angreifen, dass man sagen könnte, ja, das ist Verteidigung. Nee. Ich muss halt einfach drauf. Das ist ein bisschen lame. Hast du mich auf die Liste bekommen? Unter einem anderen Namen? Ja, du bist schlau, Joe. Gefällt mir. Ich sehe eine glänzende Zukunft für dich in Riverport. Das spüre ich. Hier ist das Geld. Du wärst ein toller Staatsdiener. Viel Spaß mit dem neuen Wagen, Bro. Gönn dir. Have fun. Okay, wir könnten noch eine Schicht machen. Dann auf dem Rückweg den Schatz holen und abgeben. Vergiss es nicht, du hast heute noch nicht bezahlt. Ich weiß, geh mir nicht auf die Nerven. Ich weiß es doch. Eben, eine Schicht ist drin. Und dann auf dem Weg nach Hause noch das Schatzding mitnehmen und abgeben. Das erscheint sinnvoll. Da habe ich noch eine Minute 17, wenn ich hier rauskomme. Oder eben, das Geld kann ich gut gebrauchen, besonders jetzt wegen dem Upgrade. Und ich werde ja auch bald nochmal befördert. Wir machen mehr Burger als normal. Ich weiß, wir machen mehr Burger als normal. Aber das muss halt sein. Rot, blau und ein Burger. Ich bin übrigens sehr enttäuscht, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass es rot, blau, gelb ist und nicht rot, blau, grün. Ich würde mal sagen, es ist RGB, bruh. Deswegen bin ich auch so schnell beim Burgerbrat. Was war der andere Wunsch? Ein rotes. Bitteschön. 11,8. Es ginge schlimmer. Blau.
blau und dann ein super Sparmenü, bestehend aus einem Burger und einmal Pommes. Hier, bitteschön, gute Frau. Bitteschön. Hinterlassen Sie eine positive Google Maps Review für unseren Laden. Rot, blau und einmal Pommes. Cool. Hier, 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 hier. Nice, nice. 11,8 pro Person, das ist halt geil. Das ist schon geil. Rot, gelb und Pommes. Bitte. Bitte. Ich glaube, gleich ist letzte Bestellung. Der nächste Typ oder der übernächste müsste letzte Bestellung sein. Da war ich so schnell, es hat sogar 13 gegeben und es ist schon wieder derselbe. Rot, blau und Pommes. Nice, nice. Komm, 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 komm. Wenn das Spiel... Ach, Mann. Fast. 73 wieder. Ich kriege immer gleich viel. Ich kriege immer gleich viel. Wenn ich mal richtig schnell bin, können wir vielleicht einen mehr bekommen. Aber ansonsten kriege ich immer gleich viel. Ich glaube, 6 Stück sind das immer, ne? Ich bediene immer 6 Leute. So, bald ist Schlafenszeit. Aber wir suchen noch das blöde Kanu. Das ist nämlich denn... Ja, das ist halt schon ein Stück. Das ist halt schon ein Stück. Und eben, wenn ich gutes Karma brauche, Lebensmittelbank. Da kann man donaten für gutes Karma. Obwohl ich gerade wieder Karma sage, nervt es mich schon wieder, was ich gerade am Strand machen muss. Aber eben, es geht nicht anders, oder? Ich glaube, warte, ich habe Zeit. Ich habe Zeit, das Ding kaputt zu machen. Ich glaube nicht, dass es anders geht. Ich habe es ja schon beim ersten Mal anders probiert. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Und es sind nur Steine. Kann da irgendwann Gold rauskommen für so 500 oder so? Das fände ich Premium. Schaffst du es bis zur Schlafenszeit? Ja, 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 ja. Bin auf dem Weg. Ich bin doch gerade noch dabei, Blumen zu verhauen. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist nicht weit. 15 pro Blume. Du hast also das alte Kanu gefunden. Ja, lass das, was drin war, unser Geheimnis bleiben. Hier ist dein Anteil. Komm wieder, ich grab bis da eine weitere Seite aus. Ich hoffe, das nächstes Mal ist es mehr wert. Ja, irgendwann ist es wirklich richtig viel wert. Muss man sagen. So, dann bezahlen. 611 habe ich noch. Das ist gut. Das ist sogar... sehr gut. Wir sind sehr gut dabei bis jetzt. Wir haben ein bisschen Vorsprung uns aufgebaut. Jetzt müssen wir den nur halten. Das ist wichtig, dass wir den halten. So, vorspulen, Geschichte erzählen, ins Bett gehen. Dann haben wir schon wieder Mittwoch. Und die Hälfte der Woche ist schon wieder durch. Wie die Zeit vergeht, ist fast wie ein echter Montag. Denkt man sich, ja, es war noch eine ganze Woche und schon ist es Donnerstag. Und so, die Geschichte geht um einen Riesen. Er hat eine kleine Maus erwischt. Was hat er getan? Ich wollte dich zermalmen. Wir sollten keine Tiere verletzen, wie die im Keller. Was ist denn böser? Ja, wir sollten die Tiere im Keller nicht verletzen, aber die Zielübung mit dem Basie, okay? Ich wollte mal einen Homerun schlagen. Seitdem mache ich das eigentlich im Keller mit Ratten. Ich weiß auch nicht. Er ist wahrscheinlich daheim zu haben. Ja, natürlich. Das ist cool. Großartig, lass uns auf dem Sofa chillaxen, bra. Ich darf jetzt bra sagen ganz oft, weil ich habe bra über die Stadt geschrieben. Das ist so dumm. Stell dir vor, ja, in der Zeitung, wir haben ein neues Schild, voll cool, da steht bra. Nice. Dann schmutzige Kleidung. Das geht so schnell, das ist eigentlich voll geil. Und es gibt jedes Mal XP, wenn ich das mache. Ich bekomme jedes Mal 100 XP. Das klingt nicht nach viel, aber das sammelt sich im Verlauf. Das sammelt sich schon. Heute ist wieder ein halbwegs lahmer Tag. Na, wir haben nur eine weitere Quest. Der Mörder schlägt wieder zu. 200 bezahlt. Teuer, teuer. Aber, na, was sein muss, muss sein. Und eben heute, oder was heißt heute, diese Woche... Am Freitag kriegen wir ja die 500, wenn ich den Typen leben lasse. Was auch nochmal gutes Karma bringt. Das ist gut. Dann lebt der Typ, ich krieg mein Geld und hab dann schon mal Vorlauf für die Woche drauf. Weil ich glaube, das macht das Spiel absichtlich, damit du dann eben nicht so große Geldprobleme hast. Weil die letzte Woche ist heftig. Also die letzte Woche ist wie so ein Difficulty Spike, wo auf einmal du 300 pro Tag bezahlen musst. Und wenn du dir da kein Polster aufgebaut hast, dann hast du ein Problem. Deswegen sollten wir besagtes Polster aufbauen, indem wir Mülleimer verkloppen. Das ist der Plan. So, Inventar ist voll. Okay. Ah, okay. Es werden keine Mülleimer mehr verhauen. Die Polizei sagt, er wird wohl nicht nach Hause kommen. Ich bin sicher, wenn er könnte, würde er. Was soll ich jetzt nur tun? Wie soll ich ohne ihn weiterleben? Ich glaube, das kann ich nicht. Eieiei. Ah, Mann. Aber ich muss jetzt eben trotzdem... Verlorenz die Beziehung kaputt machen. Wenn auch für Geld. Aber es ist halt...
Ah, ich fühle mich dabei nicht gut. So, das. Ja, wir kommen mit gut Geld hier raus. 15 pro Blume. Pro Brett 10. Das ist... Kann ich mich nicht beschweren. Ich habe wieder 500. Ich habe schon wieder 500. Ich werde jetzt gleich 200 davon verlieren. Weil ich muss ja den Typen bezahlen, damit er nicht länger mit ihr zusammen ist. Aber, ne? Wir haben trotzdem gut Vorlauf. Hör zu, wir haben ein Problem. Wir? Ja, Sally hat einen Freund. Na und? Ich soll doch ihr Freund sein, Joe. Wir sollten zusammen sein. Ich schätze, das kannst du in dem Fall nicht. Wir müssen ihn loswerden. Loswerden? Ja, er darf nicht mehr Teil dieser Gleichung sein. Keine unabhängige Variable hinzufügen. Du möchtest, dass ich ihre Beziehung zerstöre. Drücke ich mich nicht deutlich genug aus? Vielleicht hat der Freund einen unglücklichen Unfall. Ah, sei leise. Ich möchte, dass du ihn loswirst. Wie du das anstellst, ist deine Gelegenheit. Der Name ist Victor. Ich werde drüber nachdenken. Okay. Okay. Effektiv muss ich nur 160 zahlen, weil 40 bekomme ich wieder raus. Also ja, Mensch, Victor. Das Gute ist aber, also wenn du Wahlen hast, dann sind die meistens offensichtlich. Er sagt ja, es ist mir egal, wie du es anstellst. Starlet hat gesagt, prügel dich mit denen. Und guck direkt in die Kamera. Ich weiß nicht, ob ich mich mit ihnen hätte hauen sollen und dann zu ihr hätte gehen sollen. Aber das macht keinen Sinn, oder? Weil das Ziel ist ja nicht erfüllt, solange ich das nicht gemacht habe. Das ist nicht, was das Spiel von mir wollte, dass ich mich mit denen haue und dann zu ihr zurückgehe und mit ihr quatsche, um das zu sabotieren. Das wird keinen Sinn machen, weil dann würde ich keine weitere Quest von ihr kriegen, weil sie mir nicht vertraut. Und ich muss es ja bis zum Ende bringen, die Questkette, weißt du, was ich meine? Ich glaube, da muss man wirklich schlechtes Karma nehmen, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Es sei denn, ich habe wieder was übersehen. Wenn jemand das Spiel durchgespielt hat, auf dem Weg, gerne hier unten runter. Sind Sie Victor? Ja, das bin ich. Sie sind mit Sally zusammen, oder? Das bin ich. Sie ist eine bezaubernde Frau. Schlechte Neuigkeiten? Das mit Ihnen beiden ist vorbei. Was meinen Sie damit? Ich habe eben erst mit ihr gesprochen. Ich werde sie bezahlen, wenn Sie mit ihr Schluss machen. Ich bin nicht käuflich. 500! Die hätte ich. Ist das die einzige Möglichkeit, die Quest auf gut zu lösen? Wahrscheinlich, oder? Die Quest 3 auf gut zu lösen. 500. Warte mal. Ich kann aber hier auch nicht rausklicken. Ich muss auf die 500 klicken. Ich hätte 500. Ich könnte schon etwas Geld gebrauchen. Warte. Das andere ging aber nicht. Ne? Ich konnte nicht irgendwie... Hier, was machen? Ich kann nicht sagen, ja, sie betrügt sie. Sie mit Sally zusammen. Okay, es ist vorbei. Sie betrügt sie. Ich glaube das nicht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Mit wem? Dem Bürgermeister? Warten Sie. Ich habe gehört, dass er hier war. Sie haben sie gesehen. Ach, so geht's auch. Oh, das ist aber gemein. Aber besser als bezahlen. Das ist gemein. Ich befürchte, ja. Ich dachte, sie sei etwas Besonderes. Ich schätze, sie ist auch nur wie der Rest. Also der Sheriff kann es jedenfalls nicht sein, Lawrence auch nicht der Bürgermeister. Danke für die Information, Mister. Jederzeit. Die Trennung. Wenigstens lebt er und ich muss ihn nicht bezahlen. Okay, ich dachte schon, ich muss 500 auf den Tisch legen. Das wäre ein bisschen krass. Ich habe gehört, dass Victor nicht mehr da ist. Hat wohl nicht geklappt. Joe, dank dir ist es endlich an der Zeit, den ersten Schritt zu machen. Glücklich, eine absolut perfekte Beziehung zerstört zu haben. Wenigstens kein schlechtes Karma. Kein gutes, aber auch... Kein schlechtes. Sonst haben wir nichts mehr heute, oder? Nee, nur noch Ducks by Daylight. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, arbeite und schrubb dann Autos? Für 4 Euro das Auto? Ich meine, es läppert sich. Es kommt zusammen. Ich hätte das schon die ganze Zeit so lösen können, die dumme Quest mit Victor. Die ganze Zeit. Ich hätte ihn ursprünglich gar nicht umlegen müssen. Das wäre schon immer so gegangen. Warum bin ich da früher nicht drauf gekommen? Weiß nicht, 10,6, ja, ich weiß, ich hab gelabert, ich war ein bisschen raus. Rot, gelb und Fred. Bitteschön. Wir sind hier am Zoomen. Maximal am Zoomen. 2 Fritten, einmal blau. Erst das blaue, die Fritten sind noch nicht fertig. Okay. Mhm. 11,8. Ich glaube, heute ist eine Beförderung drin. Ich bin mir nicht sicher. 2-mal gelb. 1-mal blö. Nice. Bitteschön. 13. Das war effizient.
Sehr effizient. Gelb, blau und ein paar Pommes. Hier, bitte. Mit frischem Salz. Ne? Wir machen das nicht wie Mc's. Wenn du Mc's Bedienstete nerven willst, sagst du ihnen, sie sollen... Oder wie wir das mit wenig Salz, dann müssen sie es nämlich neu machen. Irgendwie sowas. Dann kriegst du unter Garantie, hier frischere Pommes. 29 von 25. Ja, wir wurden befördert. Der Fleischkapitän. Ey. Ist das dein Fleischkapitän oder freust du dich nur, mich zu sehen? Okay, ich könnte Müller mal verkloppen gehen. Da würde in der Summe vielleicht mehr rauskommen. Aber das ist lame. Ich meine, Autos waschen ist auch total lame. Aber wenigstens irgendwas anderes. Ne? Wenigstens irgendwas anderes. Ja, komm, dann waschen wir Autos. Dann waschen wir Autos. Hier. Und er sagt ja, je schneller ich wische, desto mehr Geld ich bekomme. Es sind halt aber wirklich nur 3 pro Auto. Das ist ein bisschen lame. Ja, 3 Dollar. Vielleicht, wenn ich einfach das öfter mache, aber befördert werden kann man nicht. Das ist wirklich nur ein Nebenjob, ne? Wo? Hier. Das ist wirklich nur ein Nebenjob. 5? Ja, das ist doch nicht schlecht, du. Ich war da nicht ganz so überzeugt davon. Das Geräusch ist super nervig, aber... Hallo, ich habe E gedrückt. So schlecht ist das nicht. 3. Okay, das Größte, was man kriegen kann, sind wahrscheinlich 5. Das ist das Größte, was man kriegen kann, wenn man einfach richtig, richtig effizient ist. Das Spiel hat ein ganz großes Steuerungsproblem. Du drückst E und es passiert einfach nichts manchmal. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Gott, ist es nervig. Ich hasse es, wenn Spiele nicht auf das reagieren, was man macht. Das nervt mich. Das geht mir auf den Zeiger. Wieder 5. Haben alle Spaß, ja? Ist das hier entertaining? Entertaining Gameplay? Sowas von, ne? High-Level Autoputz-Game. Ich meine, für die Familie. Alles für die Familie. Ich fände es cool, wenn man befördert werden könnte. So, dass man pro Auto 10 kriegt oder vielleicht eine Limo oder so. Eine Limo oder so mal putzen muss. Dass man dafür mehr Kohle bekommt. Aber nein, es sind nur Vans und Autos. Ja, nee. Das nächste Mal, wenn ich Zeit übrig habe, verkloppe ich, glaube Mülleimer, weil das hier ist lame-o. Nee, ich hab keine Lust mehr hier drauf. Das ist so unglaublich langweilig und das Geräusch treibt mich in den Wahnsinn. Das muss nicht sein. Bei aller Liebe, das muss halt echt nicht sein. Ne? Das ist, nichts, was ich brauche. Das ist nervig. 40 Sekunden. Ich sollte noch was zu essen kaufen. Sonst verliere ich, glaube ich, morgen wegen Hunger. Ja, ich muss was zu essen kaufen. Ja, ey, willst du zu Hause sein? Ich brauche ein Betthof, weil jojojo, bin unterwegs. Bitte sag mir, du hast Fleisch. HC, 55. Sonst verliere ich nämlich morgen wegen Hunger. Und zwar massiv. Und sonst muss ich morgen halt viel früher nach Hause. Das, bin ich kein Fan davon. Bin ich kein Fan davon. Es sind halt nur die normalen Dosen. Das ist, ginge cooler. 5 Sekunden. Schon lange keine Rolex mehr, ne? Schon lange keine Rolex mehr. Und perfekt zum Gongläuten quasi in die Klasse gekommen. Okay, nice. Wow, 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 wow. Ich hab was im Auge anscheinend, der blinzelt die ganze Zeit. Was war das denn? Ich glaube, das Spiel war gerade mega verwirrt, kann das sein. So, dann das. Das sollte reichen für den Rest der Woche. Problemlos. Absolut komplett problemlos. Dann, hallo. Yay, eine neue Geschichte. Rob Boss. Aus der Stadt Discord. Hat aber in Riverport gewohnt, der hat ein Geheimversteck. Und dann geht's um Legos, die auf dem Boden liegen. Also im Prinzip haben sie einfach nur gememt. Ne? Die Entwickler haben sich gedacht, was ist das größte Meme, was wir machen können? Ja, hier, jemand aus Discord, der in Riverport wohnt und Legos auf dem Boden liegen. Ich weiß doch auch nicht. Schläft tief und fest. Bleibst du heute Abend zu Hause? Es wäre schön, dich daheim zu haben. Ja, natürlich. Aber sicher. Morgen kommt dann die Mission von Kyle. Korrekt. Und Schatzsuche 2. Schatzsuche 2 müsste auch noch kommen.
Dann das, hey, geht's dir gut? Viel besser als wo du da bist. Geht mir genauso. Und da fährt sie sich wieder aus dem Boden raus. Was eine Frau. Genau deshalb habe ich sie geheiratet. Elastigirl. Okay, nice. Dann das. Dann kann ich hier eigentlich gehen, das andere kann ich mir sparen. Das andere kann ich mir sparen, morgen ist eh Freitag, dann ist es eingefroren. So, okay. Wir werden effizienter. Das gefällt mir. Wir werden effizienter. Und die Stadt freut sich. Graces Haus vermeidet Übernahme. Nice. Das ist, was ich gerne sehe. Das ist, was ich gerne sehe. Denn das war ich, kann ich sagen. Hey, das war ich. Ich habe mich darum gekümmert. Das. Okay, goldene Blume. Hallo, kostenlose 15 Dollar. Nice, goldene Uhr. Bitte. Wir haben nämlich nur eine Quest heute. Soll ich Dosen... Nee, Dosen lasse ich liegen, das bringt nichts. Goldene Uhr, wenn man nur lang genug rumheult. Dosen lasse ich liegen, das ist sinnlos. Dosen aufzuheben macht keinen Sinn. Weil... Das braucht nur Platz. Okay, anscheinend ist heute nochmal Dings angesagt. Komm, liegt das am Karma? Maggie und Kyle. Joe, hast du einen Moment? Leg los. Es ist Mutter. Sie braucht ein paar Pillen aus der Apotheke. Welche Sorte? Fix so viel kleine Dosierung. Besorgst du doch welche? Weißt du, ich habe hier einfach zu viel zu tun. Ja, genau. Er will ein Geschäft aufbauen. Er braucht nur Kapital. Und das will er von seiner Mama. Ich werde dir sehen, was ich tun kann. Großartig. Sobald du sie hast, gib einfach eine Mama schwarz. Warte, was? Du weißt doch, wie sie sind. Sie wollen ihre Medizin nehmen. Right. Ich verliere die Hoffnung, Joe. Es tut mir leid, Maggie. Weißt du, es gab eine Sache, die Bobby immer zu mir gesagt hat. Ja? Er sagte, wenn ich hier nicht sicher wäre, was er für mich empfindet, soll ich auf dem höchsten Punkt bei einem Hügel mit Meeresblick finden. Ja, der Baum beim Bürgermeisterhaus. Ich werde für dich nachsehen. Große Gesten. Ich werde für dich nachsehen. Hier ist nichts. Komm schon, Uhr oder Dokument? Dosen lasse ich liegen. Ich bin inzwischen so verwöhnt, ich heb Dosen nicht mehr auf. Aber das macht, glaube ich, auch Sinn, weil... Jetzt mal ganz ohne Witz. Die brauchen Platz und sind nicht sonderlich viel wert. Deswegen kann ich mir das eigentlich schenken. Dokument. Das geht, das kann man machen. So, hallo. Hey, du bist zurück. Hast du Schrott zu verkaufen? Ja, safe. Und das passt auch direkt alles ins Inventar. Nice. Kling. Da klingelt die Kasse. Zwei goldene Uhren. Und wir sind fertig. 672. Das ist das gute Leben. Wir haben gut Geldvorsprung. Das ist nice. Okay, hoch zum Bürgermeisterhaus. Ich dachte gerade, da wäre eine Uhr. Hoch zum Bürgermeisterhaus, die Sache klären. Und dann auf dem Weg nach unten in der Apotheke Fix-O-Fit kaufen. Und dann nicht bei Mama ins Glas, sondern bei Kyle. Und dann ist die Quest auch auf gut erledigt. Die Frage ist halt, muss ich, wenn ich das beste Ende haben will, also ich weiß, ich brauche maximales Karma, das ist klar. Aber muss ich auch in jeder Quest den möglichst guten Weg nehmen? Oder muss ich es nur zu einem guten Ende bringen zum Beispiel? Also was ich meine ist, hätte ich sie auch aus ihrem Haus werfen können und hätte dann am Ende die Wahl manipuliert, so dass der Bürgermeister verliert, hätte ich trotzdem das gute Ende bekommen. Und wäre einfach mit mehr negativem Karma rausgekommen. Muss man die komplett gute Route gehen? Oder muss man es nur zu einem guten Ende bringen? Das ist, was ich mich frage. Das wurde irgendwie nicht ganz klar. Ist mir bis heute nicht ganz... Warum gehe ich hier hoch? Springen, danke. Ist mir bis heute nicht ganz klar. So, dann... Bobbys Schnitzerei. Große Gesten. Und dann kommen wir heute mit über 700 raus. Morgen gibt es nochmal 500. Dann haben wir 1200 ungefähr. Dann ist das ein sehr guter Vorlauf. Das ist ein sehr guter Vorlauf, der mir gefällt. Und die Musik ist so fröhlich, wenn man ein guter Mensch ist. Es ist so schön. So, dann das. Fix so fit, klein. Und dann in den großen Kessel und nicht in das Glas. Das ist nämlich der Plan. So, 25. Kein Problem. Und eben, die Happiness sinkt jetzt viel langsamer. Ich glaube, das hängt mit dem Karma zusammen. Weil im letzten Durchgang hatte ich echt Probleme mit der Happiness inzwischen, an dem Punkt schon. Jetzt mit gutem Karma und die Stadt ist happy und alles, da ist das Gefühl relativ egal.
Da ist Happiness absolut kein Problem. Für dich muss ich da noch irgendwas machen, da werde ich ihn aber aufhalten. Weil der Typ ist mir schon etwas unsympathisch. Das ist noch eine Untertreibung. Etwas unsympathisch ist noch eine Untertreibung. So, hallöle. Hast du den Baum gefunden? Ja, die Initialen. Ach, große Geste, wann immer sein Ding. Ich vermisse ihn, Joe. Ich weiß, tun wir alle. Das tun wir alle nochmal 30. Langweilig. Er ist was Besonderes. Ich hoffe, ich bekomme ihn zurück. Ja, I don't think so. Das werden ja schlecht sein. Das werden ja schlecht sein. So, lame, lame, langweilig, langweilig. Nice. Ist es erledigt? Ja, als ob er das nicht gesehen hat, weißt du? Weißt du, ich denke, dass sich die Dinge für mich ändern könnten. Nimm das. Ja, das glaube ich aber auch. Ich glaube, ach, das ist eine Dose. Ich glaube auch, dass die Dinge sich sehr bald in eine gewisse Richtung umorientieren. Bin ich mir sehr sicher. Okay, los geht's. Los geht's, dann nochmal eine Schicht rausballern. Dann gehören Geldprobleme, fürs Erste zumindest, der Vergangenheit an. Gelb, blau und ein Burger. Bitteschön, danke, danke. So, 12,7. Jetzt zahlt's aber richtig gut, du. Jetzt zahlt's gut. Zweimal rot und ein Burger. Kommt sofort. Kommt sofort. Zweimal Erdbeer-Smoothie und ein Burger. Das ist ein komischer Geschmack. Aber I don't judge, okay? Was die Leute bestellen, ist, was ich ihnen liefere. Weil im Kern ist es mir egal. Ich bin wegen der Kohle. Die habe ich noch nicht rausgemacht. Zweimal Pommes. Und ein Burger. Ich bin ja am Rumsprinten, am Zoomen. Bitteschön, 12,7 wieder. Da muss noch mehr drin sein. Das ist unlucky. Das ist unlucky. Okay, okay, warten, warten, warten. Klick, 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 klick. Drück, 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 drück. 12,7. Okay, komm, 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 komm. Okay. Hallo. Danke. Und ein gelbes. Nice. 14. Siehst du, wenn man ganz schnell ist, ist 14. Voll cool. Die Pommes. Ja, ist letzte Bestellung. Die Pommes machen Probleme. Gefühlt. Bitteschön. 77. 6 von 40. Okay, ich glaube, noch eine Beförderung kriegen wir nicht hin. Ich glaube, so oft werde ich das jetzt nicht mehr machen. Das wird nicht auf die nächste Stufe kommen. Aber ne? Ein paar Kunden wurden wieder abgefertigt. 2 Minuten habe ich noch. Und ich merke auch, wenn ich arbeite, ist der Hunger eingefroren. Also der Hungerbalken. Der war nämlich vorhin schon so low. Und der ist jetzt nicht weiter runtergegangen. Das ist sehr cool. Muss ich sagen, davon bin ich ein Freund. 800. Okay, ich bin gerade am Rechnen. Das sind sehr gute Aussichten für die nächste Woche. Doch, das sind sehr, sehr gute Aussichten. Geradezu hervorragende Aussichten. Muss man sagen. Komm schon, eine Uhr. Da ist ein Dokument weggeflogen. Leider keine Uhr. Aber ich nehme es nur. Dosen. Eben, die Dosen hebe ich nicht mehr auf. Das ist Schwachsinn. Weil das blockiert nur unnötig. Das steht im Weg rum. Das macht Inventar voll. Dauert länger zum Aufheben. Nee. Jetzt nur noch Uhren und Dokumente. Und eben aus diesen Kisten die Bretter. Weil die sind wirklich auch nicht schlecht teilweise. 1,14 noch. Okay, 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 okay. Komm schon, gönn nochmal eine Uhr raus. Das wäre cool. Eine Dose. Und die Kisten haben so viel Leben, ey. Das ist doch crank. Dann das, das, das. Nochmal zurück. Alles verkaufen, heimlaufen. Und dann ist schon wieder Freitag. Und dann ist wieder Hauptmissionszeit. Geil. Nice, nice, nice. Ich mache inzwischen auch die Speedrunner-Tactics, dieses Bunny-Hoppe die ganze Zeit. Hast du Schrotze verkaufen? Ja, sure. Das, 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 das. Jo, ist okay. 69 Dollar verdient in der Zeit. Das ist sehr akzeptabel. Und eben, morgen gibt es nochmal Geld. Ich verliere wieder ein bisschen was, weil ich muss den Typen bezahlen, wenn ich ihn nicht umhauen will. Aber das passt. Das passt. Und eben, dann für nächste Woche stehen die Aussichten gar nicht mal so schlecht. Wie sieht es mit dem Karma aus? Ja, könnte besser sein. Aber wir machen noch ein paar Sachen, die gut sind. Deswegen sehe ich da kommen, dass wir noch auf volles gutes Karma irgendwie
kommen werden. So, genau, dann Zeit vorspulen, weil sonst kann ich nichts mehr machen. Und dann schauen wir mal. Dann bezahle ich den Typen morgen, weil ablenken geht ja anscheinend nicht. Das ist total lame, aber ja, es ist nicht. Ah, ich habe gerade aus Versehen die Blockentaste wieder entdeckt. Ich glaube, ich habe die noch nie im Spiel richtig gerührt. Wenn es dunkel wird, ist Schlafenszeit. Ja, ist es. Was ist meine Geschichte? Der Hai hat Fische erledigt. Das ist nicht nett. Wir würden sowas nie tun. Wir essen Fische zum Abendessen. Ich bin müde. Mach ich doch keine Albträume, Mann. Schläf tief und fest. Ja, ich bleibe hier. Ich glaube auch nicht, dass ich raus könnte und nochmal arbeiten gehen könnte, weil... Hab ja schon an dem Tag. Ein weiterer Freitag, ein weiterer Job. Wie auch immer sind deine Schulden bezahlt. Triff mich im Krankenhaus. Das ist oben in den Bergen. Hab ich nicht, du hast keine Wahl. Ich muss dich nicht an deinen nervösen Abzugsfinger erinnern, oder? Ja. Ja, you right. Okay. Wir verschwinden. Wir sind raus. Okay. Und eben, jetzt den Typen bezahlen. Und dann müssen wir ihn nicht umhauen. Kann ich in der Zeit vielleicht hier noch irgendwas anderes machen? Nee, ich kann auch nicht gehen, ne? Ich kann nicht hier weg, das ist schade. Wird auch Zeit. Es geht um Folgendes. Ein Gewerkschaftssprecher liegt auf einer Krankenhausstation. Du solltest dort reingehen und dich mit ihm unterhalten. Wo ist das Problem? Die haben Knarren geliefert, taucht nicht in den Geschäftsbüchern auf, aber der Typ hat die Boote sperren lassen. Was soll ich tun? Ihn überzeugen, sich zurückzuziehen oder dafür sorgen, dass er nicht gesund wird. Okay, du wirst dich drum kümmern. Wir lassen dich die Waffen von Bord holen, am hinteren Eingang findest du einen Typen von der Wäscherei. Vielleicht kannst du mir Arbeitskleidung klauen. Und eben, ich muss ihn bezahlen oder ihn umhauen, das ist total lame. In einem anderen Rollenspiel würde man ihn irgendwie ablenken oder belabern. Hier habe ich nur die beiden dümmsten möglichen Möglichkeiten. Ich bin ziemlich beschäftigt, bin mir sicher. Das geht halt nicht. Also ich verlaufen, Kumpel? Ich brauche diese Klamotten. Kann ich nicht machen, wenn sie verschwinden, bin ich meinen Job los. Vielleicht könntest du mal kurz wegschauen. Könnte ich vielleicht, wenn Anzug zufällig Geld rumliegen würde. Ja, 200 muss ich, glaube ich, machen. Ne? Mach ich mal. Danke, greif zu. Ja, ich will den nämlich nicht umhauen. Das hat er nicht verdient. Das hat er nicht verdient. Der macht ja auch nur seinen Job. Na, am Ende des Tages macht der Man seinen Job. Hallo jetzt. Hallo Lucy. Na, wie geht's dir? Wie geht's dir denn hier? Dann weiß ich inzwischen auch auswendig, wie es funktioniert, nämlich hier rein. Ah, nee, die ist zu. Ich wollte schon beim letzten Mal die nehmen. Immer die neben dran ist. Nee. Die am Anfang vom Gang. Hier raus, Fenster zu, damit es nicht auffällt. Und jetzt mit dem Typen labern. Hi. Wer sind Sie denn, die eins Ihrer Probleme für uns unterhalten? Und Sie sind gerade eingebrochen. Es geht um die Boote. Ich lasse Sie nicht durch. Sie haben keine Wahl. Schauen Sie, wenn Sie diese Boote wollen, müssen Sie mich wohl oder übel umbringen. Es gibt aber auch einen anderen Weg. Ich bin ganz Ohr. Ich zahle Ihnen 500, wenn Sie mich gehen lassen. Sagen Sie ihnen, ich war nicht hier. Sie werden die Boote nicht kriegen, aber Sie kriegen dafür Geld. Es wäre in Ordnung. Hier, bitteschön. Nun lassen Sie mich in Ruhe. Gutes Karma, oder zumindest kein schlechtes Karma. Zumindest kein schlechtes Karma, ne? Ist auch was wert. Sind wir hier fertig? Er war nicht da. Was meinst du damit, er war nicht da? Ist geflohen, schätze ich. Scheint mir unwahrscheinlich, du lügst mich doch nicht an, oder? Mach draus, was du willst, Bruce. Tja, das war's dann wohl mit dem Boot. Ich melde mich. Ich habe schon gedacht, wir bekommen dann irgendwann ein Problem. Eigentlich bekomme ich sogar 600 hier raus. Effektiv habe ich also nur 100 bezahlt, weil ich bekomme nochmal 100 dafür, dass ich die Mission gemacht habe. Von Bruce. Das heißt, ne, ich muss halt immer effektiv rechnen. Ich habe ihm nur 100 bezahlt. Das ist annehmbar. 100, damit er wegguckt und ich die Klamotten kriege. Das kann man machen. Das kann man machen. Okay, Wochenende. Alles gut. Die nächste Woche wird begonnen. Da freuen wir uns doch alle. Okay, wir warten. Manchmal lädt es irgendwie so lang. Tag 15, Montag und schon wieder die letzte Woche. So vergeht die Zeit. 270, dann habe ich immer noch 1000. Und ich verdiene ja wieder Geld obendrauf. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht sehr gut auf. Ich würde einfach mal sagen, das war es für dieses Mal hier bei Family Man. Wir sind sehr gut unterwegs. Das mit Starlet macht mir ein bisschen Sorgen, dass das nicht auf gut gelöst wurde. Aber ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit. Also muss man irgendwann ein schlechtes Karma nehmen und kann es dann halt wieder ausgleichen. Wir machen noch das mit Lawrence. Das gibt nochmal gutes Karma. Dann die letzte Mission von Starlet müsste auch gutes Karma geben. Und mir fehlt noch zweimal gutes Karma. Dann ist der Balken voll. Das heißt, ich muss wahrscheinlich gar nichts spenden oder so. An die Tafel, wir kommen auch so gut hin. Ich glaube, das war's dann auch mit... Nee, das mit dem Bürgermeister noch. Wo ich den Polizisten bezahlen muss. Da brauche ich auch nochmal 200 für. Aber ansonsten kommen wir, glaube ich, sehr gut hier durch. Also ich mache mir aktuell keine großen Sorgen.
es könnte durchaus schlimmer sein und schlechter laufen. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Bleib-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Oh, es ist so schön, der Gute zu sein. Das hat mir gefehlt.